Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video, die Abendroutine. Viele von euch haben sich nach der Morgenroutine im letzten Video auch eine Abendroutine gewünscht und die zeige ich euch heute. Wie ihr seht, der ganze Paddock ist verkackt. Ich fange jetzt erstmal an, wieder mit dem Mist, ne? Ja, kaum ist mal fertig, fängt es wieder von vorne an. Danach werde ich die Minis hochlassen und ich zeige euch jetzt mal alles, wie so alles passiert. Als erstes zum Misten lasse ich die ganzen Minis nochmal auf die Wiese raus und das machen wir jetzt mal zusammen. Geschafft haben, beginne ich mal langsam mit dem Misten. So, bei uns dürfen die Minis immer nur begrenzt auf die Wiese, also immer stundenweise. Denn die Wiese ist gerade für die Mini-Pferde die Hufrehursache Nummer 1, weil die das einfach nicht so gut vertragen und deshalb haben wir einfach einen Paddock gebaut und sie dürfen einfach stundenweise auf der Wiese und ja, so haben wir einfach die besten Erfahrungen gemacht. Und jetzt brauchen wir schon wieder knapp eine Stunde, während ich gemistet habe draußen. Also ich brauche so für den ganzen Paddock ungefähr dreiviertel Stunde, Stunde, es kommt drauf an, ob man sich Zeit lässt oder nicht. Heute habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen und ja, jetzt nach einer Stunde tue ich sie wieder rein. Dafür brauche ich ein kleines Hilfsmittel. Schauen wir mal, ob sie jetzt rein wollen. Die holen wir jetzt noch mal schnell nach. Und zwar geht das auch ganz einfach. Ich habe schon eine ganz coole Taktik hier. So. Ich platziere immer Mia. Mia, komm her, hier. Komm her, hierher, hier. Komm, seht. Mia, fein. Nein, 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 Mia. Okay. So, und wenn die Minis wieder zurück sind von der Wiese, dürfen sie erstmal noch kurz im Paddock bleiben. Und dann geht es jetzt für mich erstmal weiter zu den ganzen Kleintieren, Hasen, Meerschweinchen, Hühner. Die werden jetzt erstmal gefüttert und versorgt. Let's go, ich nehme euch mit. Hi, gehst du mit mir mit? So, hier sind die ganzen Meris. Normal sind sie immer tagsüber draußen. Aber heute haben wir sie drinnen gelassen, weil einfach die Wiese den ganzen Tag so nass war. Und ja, sie haben ja einen sehr schönen großen Stall, wo sie sich wohlfühlen und bewegen können. Und hoffentlich ist morgen wieder viel Sonne und sie dürfen raus. Die Meris bekommen vor allem Heu und Frischfutter, bekommen aber noch zusätzlich Mineralpellets, damit sie einfach alle Mineralien haben. Und ja, jetzt füttern wir mal noch ein bisschen Frischfutter. Gras bekommen sie heute auch, weil sie nicht draußen waren. Und frisches Heu habt ihr noch mehr als genug, die Schweinchens. So, bei so vielen Meris reichen natürlich nicht ein paar Karotten, die kriegen das ganze Gemüse immer sackweise. So, Meris. Gibt gute Sachen. Lecker, lecker. Komm her, Mia, komm her. Seht's? Möchtest du ein Möhrchen? Schlag ein. Ja. Ein Möhrchen? Ja, da gibt's ein Möhrchen. Ja, ja, ist okay, darfst du nehmen. Sie nimmt das immer so vorsichtig und liebt Möhrchen. Gesunder Hund. So, wir kriegen immer eine ordentliche Portion und ich lasse die Karotten immer auch ganz, dass sie einfach beschäftigt sind und das schön abknabbern können. Die Schweinchen. Na ihr? So, schaut mal. Das sind einige.
Nachher, wir schauen auch immer so um 10 Uhr abends nochmal runter. Auch kontrollieren. Marys lieben Löwenzahn. Das ist so die Leibspeise. Und rote Paprika finden die meisten auch richtig toll. Aber wie bei den Menschen hat auch bei den Marys jedes eigene Vorlieben. So, schon mal, ihr, euch dürfen wir nicht vergessen. Euch dürfen wir nicht vergessen. Okay. Fertig. So. So, ein paar Märchen habe ich noch eingesteckt für die Hasen, die oben im Pferdestall leben. Jetzt schauen wir noch nach den Hühnern, aber ich sehe schon, die sind noch nicht im Stall. Aber langsam finden sie sich ein. Ah ja, das erste sitzt schon oben und Marani brütet ja gerade schon wieder. Es wird noch ein bisschen dauern, bis alle zurückgekommen sind. Schauen wir mal, wo sie gerade sich noch aufhalten. Ja. Seid ihr noch alle hier? Gehen. Komm, ihr tut euer Futter schon mal im Stall rein. Das tun wir immer rein, damit keine Ratten kommen und dieses Futter fressen. Deshalb kommt es immer nachts in den Hühnerstall. Na, ihr Chicks. So. Oh. Hier haben wir den Hühnerfuttervorrat. Das wird jetzt einmal noch voll gemacht für die Hens. Und die Leibspeise der Hens sind einfach Mehlwürmer. Und diese kaufen wir immer im Big Pack. Die enthalten besonders viel Eiweiß und sind für die Hühnchen besonders gesund. Und da kriegen sie jetzt mal noch ein bisschen was. Und natürlich tot und getrocknet. So, hier sieht man das mal, wie das ausschaut. Das kriegen die so als Häppchen drüber. Und natürlich auch zum Training nutze ich die Mehlwürmer, weil sie die einfach super lieben. Leckerlis gibt es noch. Kannst du her? Hühner bekommt man am besten mit Leckereien zahm und kann sie auch am besten mit Leckereien trainieren. Das sind jetzt übrigens die kleinen Küken. Die Seidenhühner von Marani. Die sind jetzt echt schon gewachsen. Ich finde die einfach so witzig, die Seidenküken. Die sind so schön. Und die drei anderen Weißen sind hier auch noch umher. Hier ist noch ein kleines, sie haben sogar so witzige Häufchen. Ich finde sie wunderschön. Das sind die Rosis. Genau, Rosis, die mausern gerade. Wir bekommen gerade ein neues Federkleid, deshalb schauen die gerade so zerrupft aus. Aber das hier ist mein Lieblings-Chicky. Es hat übrigens noch keinen Namen, also falls ihr coole Namenideen habt für die kleinen Seidenkükis, schreibt sie gerne in die Kommentare, ich würde mich freuen. Ich finde, es schaut irgendwie aus wie ein Freddy mit dem Häufchen. Oder ein Schneeflöckchen. Snowy. Snowy wäre auch gut. Naja, schreibt mal rein. So, jetzt gehen wir weiter zu den Pferden. Die Hühner werde ich dann so eine Stunde, denke ich mal, zumachen, wenn sie sich im Stall eingefunden haben, weil die gehen ganz alleine rein. Die kann man nicht reinjagen. Ja.
bleiben draußen, weil die werden ja noch extra gefüttert, damit die Mamas ihr Zuchtstundenfutter fressen und die Babys ihr Fohlenmüsli. Kurz zur Fütterung, so eine halbe Stunde in den Laufplatz, wo sie auch gerne reingehen, wenn Futter drin ist. Oh, da ist der Becher da reingeflogen. So. Die Babys sind bereit. So, Bacardi fehlt. Wo ist Bacardi? Ist gut, wenn man Boxen hat, dann sieht man sofort, wenn einer fehlt hier. Ich habe die Tür offen gelassen. Nö, Bacardi findet man natürlich hier. Immer am Fressen beim Futter. Du kleiner Lauser. Hopp. Bacardi, hier sieht man jetzt auch mal, wenn ich neben ihm bin, wie klein er eigentlich ist. Er ist wirklich winzig. Mia ist größer als Bacardi. Wenn Mia ist zwei. So, die Kleinen werden immer nach dem Stall nachmittags bereits im Stall gefüttert. Also wenn die jetzt in die Boxen kommen, haben die schon ihr Abendessen in den Näpfen. Deshalb wollen sie auch umso lieber gleich in die Boxen gehen. So, und wenn die Minis alle am Fressen sind und eingeräumt sind, richte ich jetzt für die drei Großen das Futter her. Die bekommen eine Handvoll Luzerne. Aktuell jetzt werden sie ja gerade wieder auftrainiert. Deshalb haben wir jetzt unser Futter nochmal angepasst. Optimiert. So, also jeder eine Handvoll Luzerne. Eine große Handvoll. So, dann bekommen Sie einen halben Schöpfer Luzerne Pellets. So. Und einen halben Becher Müsli. Aber das bekommen Sie auch nur, wenn Sie jetzt wirklich im Training sind und wirklich arbeiten, weil ansonsten ist das viel zu viel für die, weil die ja einfach auch 24 Stunden Heu bei uns haben. Und Leinöl gibt es natürlich noch. Und ein spezielles Muskelfutter natürlich auch noch aktuell in der Aufbauphase. Ups. So. Ein Traum. Fertig. Jetzt fütter ich mal schnell die Häschen oben und dann bringen wir Wally und Sparky das Futter. Jetzt weiter zu den Häschen. Also den großen Häschen. Ah ja. Sie haben noch ihre Märchen nicht abgegessen. Hi. So, das sind die vier geretteten Häschen. Zu meinem Brownie dazu. Denen geht es auch wirklich fantastisch. Und zwei Mary sind noch dabei. Das ist ein Männchen. Und die Häschen sind einfach so süß. So, das ist ein süßes Häschen. Ein sehr süßes Häschen. So, die Häschen sind fertig. Jetzt dürfen die Fohlen wieder zu ihren Mamas, nachdem die gefressen haben. Und dann bekommen die Großen ihr noch Müsli. Let's go! Baby! Ah, sie fressen noch. Ich muss noch kurz warten. Geduld, Geduld. So, dann machen wir jetzt so mit dem Effekt wieder noch Karotten. Spin. Fein. Und Spin. Okay. Zählt. Häschen. Stopp. Häschen. Ihr Bein! Oh, süß! Ja, Fuß. Fuß. Gut. Fuß. Bein! Und Fuß. Komm. Ja, super. Okay. Was können wir noch? Nochmal ein Spin. Und stehe. Stehe. Gut. Komm. Komm, Fuß. Und hau. Hau. Stopp, stopp, stopp. Stehe, stehe, stehe. Stehe. Oh, gut, jetzt nur die Karotte. Und hau. Raus. Ich muss zugeben, Mama hat das alles mit ihr gelernt. Deshalb bin ich mit den Kommandos nicht ganz so vertraut, aber sie möchte gerade einfach nur hören. Okay, Mia, warten. Hey. Verwirrung. Schau mal, wie glücklich sie nur mit einer Karotte ist. Ja. Yeah. Das ist echt Wahnsinn. So süß. Sie liebt Karotten, der Hund liebt Gemüse. Das ist echt lustig. Normal ist Rumi auch noch immer dabei, aber heute nicht. Vanilla? Spin. Spin. Okay, super, Vanilla. Auch noch ein Spin. Abends muss man natürlich auch noch immer ein bisschen Spaß haben. Vanilla. Hallo.
Eiweiß von den Möhrchen. Also ihr seht, mein Abend dauert immer ein bisschen länger, weil ich immer noch irgendwelche Ponys, Tiere, Häschen, Fohlen kuscheln muss oder Tricks mit Vanilli oder Mia machen muss. Also ich brauche immer ewig. Die Babys und Muttis haben fertig gegessen. Jetzt geht's zurück zu den Muttis. Wir warten. So, jedes Baby weiß auch, wo es hinkommt. Tigalilli. Also theoretisch wissen sie es, praktisch wollen sie halt meistens nicht zu ihren Mamas. Die Babys hängen echt gar nicht mehr an den Muttis. Die wollen nicht mal raus. Stimmt. Blackbird. Mutti. Mutti. Nein. Nee, jetzt frisst sie das andere. Ich will einfach nicht zu ihrer Mama. Hallo, du bist nur ein Kind. Ja, drei, danke. Ihr zwei. Was soll macht das? Ihr? Kinders, ihr seid zu klein. Das ganze Baby wieder das letzte Mama. Ihr müsst jetzt hier raus. Kommt. Hopp, hopp, hopp zu Mutti. Ja, warten. Baby zur Mama lassen. Mia würde immer gerne spielen mit den Babys. Angel, hier rein. Danke. So. Das ist echt Wahnsinn. Warum kannst du nicht zu deiner Mutti holen? Hier ist die Mutti. Hier. Okay. Naja, so. Jetzt nur noch die Großen füttern. Und dann sind wir fertig für heute, Mia. Magst du noch ein Möhrchen? Kannst du das noch haben? Das ist gut. Sie möchte es, glaube ich. Okay. Weil du hattest schon echt viel Märchen heute. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Die ist so sanft. Mm. Oh, okay. So eine Süße. So, und jetzt hat vom Wally's Barki jeder noch ein Stückchen von dem Märchen. Normal bekommt die schon auch ganz. Jetzt musst du einfach essen. Sie isst nicht mehr. Sie muss essen. Sie denkt, sie kriegt noch mehr von dir oder so. Ja, ja, sie würde gern Neues haben. Ehrlich. So, okay. Jetzt einmal die Näpfe mitnehmen. Wally, Sparky, Danny kennen jeder genau ihren Futterplatz, damit sie alle nicht durcheinander kommen, weil sonst gibt es Streit, wenn jeder das vom anderen fressen will. So, Lichter aus, Türe zu. Mia! Komm, Mia! Mia? Ja. Und meistens dauert es dann länger, weil wenn alle zwei Hunde dabei sind, also Mia und Danny auch noch, vergesse ich meistens einen. Und dann bin ich gerade unten, dann muss ich wieder hochrennen, weil ein Hund fehlt. Tja, ihr. So. Los. Los, los, los. Hier ist Wally. Hier ist Barki. Und hier hinten ist Danny. Und gleich lasse ich sie los und dann seht ihr, wie jeder seinen Platz soll. Weil ab und zu bekommen sie auch mal unterschiedliches Futter und so kennt jedes Pferd seinen Platz und es ist einfach praktisch und es gibt keinen Streit. So, das war's mit unserer Abendroutine. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten YouTube-Video. Tschüss!